Das ist Dean Damon Devil und er ist der Sohn des uns bekannten Sensenmannes. Wie ihr seht, hat er mittlerweile den Job seines Vaters übernommen. Aber wie hat alles angefangen? Als Jugendlicher lockte er seinen Ziehvater in eine Falle und entledigte sich ihm. Daraufhin musste der noch Minderjährige zurück zu seiner Mutter, die mittlerweile in einem Haus wohnte und nun eine Beziehung führte. Seine Mutter nahm er nie ernst und Dean machte immer eher sein eigenes Ding. Bis er erwachsen wurde und auszog, nachdem er den Lebensgefährten seiner Mutter beseitigt hatte. Er wurde zum Heiratsschwindler, um an Geld zu kommen und schaffte es, sich einen immensen Reichtum anzueignen, von dem er sich dann, alleinstehend, eine Villa bauen ließ. Dort feiert er Partys, verbringt lauschige Stunden mit Männern und Frauen und hat das Tagewerk seines Vaters übernommen. Doch das ist längst nicht alles. Die ganze Geschichte findet ihr hier.